Werte Kolleginnen und Kollegen, ein bisschen mehr Offenheit wird uns ganz gut tun. Ich kann mich noch gut erinnern, wie der jetzige Innenminister dem jetzigen Finanzminister öffentlich zugerufen hat: Bei Philippi sehen wir uns wieder. Sie haben offensichtlich, nicht mit Erwin Bröll gerechnet, weil Erwin Bröll hat Sie nicht nach Philippi, sondern nach Wien geschickt. Und wir sind gern bereit, Ihnen hier politisches Asyl zu geben, weil wer als Fluchtgrund Erwin Bröll angeben kann, hat sich politisches Asyl in Wien verdient. Ich sage das, Herr Präsident, in aller Wertschätzung, damit es da kein Missverständnis gibt. Über Ihre sachlichen Qualifikationen in der Sicherheitspolitik, Herr Innenminister, können wir nur mutmaßen. Sie haben sich als Finanzexperte und Wohnbauexperte in Niederösterreich einen Namen gemacht. Sie haben nicht mehr als 1 Milliarde Steuergelder verspekuliert. Das hat nichts mit Sicherheitspolitik zu tun, deswegen werde ich darauf jetzt nicht im Detail eingehen. Wer Näheres über die Qualifikationen dieser Hinsicht wissen will, muss ja nur einschlägige Tageszeitungen, Magazine und so weiter lesen.